bis hin zu Berichten, wo auch gar nicht die zeitliche Kopplung gegeben sein muss. Das heißt, dass die Dinge tatsächlich gleichzeitig passieren. Auch da gibt's Berichte, wo sozusagen diese Kopplung dann auch zeitlich verschoben ist. Also ich glaube schon auch, dass man da anscheinend auch in einen Raum kommen kann, wo natürlich dann irgendwie die Bewusstseine miteinander kommunizieren können, über den Raum hinweg und wahrscheinlich auch über die Zeit hinweg. Aber auch das ist dann wieder, wo der klassische Wissenschaftler sagt, naja, anekdotische Berichte, nicht reproduzierbar, können wir nichts mit anfangen. Und gleichzeitig gibt es da so viel, dass ich sage, man soll es ernst nehmen. Ja, vielleicht da kann ich nochmal einhaken, dass sozusagen das große Dilemma der Wissenschaft heute, ich habe ja den einen Punkt schon genannt, dass Bewusstsein zu stark ausgegrenzt wird, und das hängt natürlich auch ein Stück weit mit der wissenschaftlichen Methode zusammen. Die wissenschaftliche Methode sagt eben, wir wollen objektivierbar, messbar, reproduzierbar. Und das ist eine Methode, die hat uns ja auch weit gebracht. Allerdings vor allen Dingen in den Bereichen weit gebracht, wo es um tote Materie geht. In der Physik funktioniert das wunderbar. In der Chemie funktioniert das wunderbar, aber schon in der Biologie wird es schwierig. Also sobald das Leben ins Spiel kommt, muss man einfach sagen, funktioniert diese Methode nicht so gut. Und da stößt einfach die wissenschaftliche Methode, die für tote Materie wunderbar ist, immer wieder an Grenzen und macht in meinen Augen den großen Fehler zu sagen, diese ganzen lebendigen Phänomene, Bewusstseinsphänomene, die müssen wir nicht ernst nehmen, weil unsere Methode nicht passt. Aber natürlich muss der Schluss sein, wir müssen mit unserer Methodik weiterkommen und uns öffnen und sagen, wir haben die eine Hälfte der Welt ist subjektives Erleben, die andere Hälfte der Welt ist objektiv. Und solange wir uns nur auf die objektive Hälfte der Welt konzentrieren, werden wir auch nur eine Hälfte der Welt, nämlich die Materie, verstehen und kennenlernen.